Moin moin zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, jetzt habe ich die Folge gestartet und wollte eigentlich vorher einen Schluck Kaffee trinken. Moment. Ah, besser. Viel besser. Jetzt können wir auch gleich voll durchstarten. Was habe ich jetzt in der letzten Nacht gemacht? Ich habe Sachen gemacht. Guck mal. Ich habe mal aufgeräumt. Ich bin nach unten geschlichen, ich habe auch das letzte bisschen Metall geopfert, um noch ein paar Rebar-Frames zu machen, da ich den ganzen Mist hier ja nicht getraut habe. Ich habe das unten soweit abgestützt, schon mal für diesen Bereich und hier dann alles abgetragen. Das zeige ich euch jetzt auch, da wir sowieso rausgehen wollen in der Höhle, wir brauchen dringend Metall, sonst geht hier gar nichts mehr. Hier seht ihr den Schabernack. Die gefallen mir eigentlich noch nicht so ganz, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich hier unten diese Bereiche komplett mit Rebars hier zukleister, wenn ich das Metall habe. Hier dürfte es soweit reichen. Jedenfalls konnte ich oben alles abtragen und es war kein Problem. So, was werde ich jetzt tun? Ich werde hier unten die Regale schon mal wegnehmen, oben in den Ofen schmeißen, weil ich ganz gerne eine etwas bessere Pickaxe hätte. Und dafür brauche ich ja jetzt Metall. Und die Nachbarn sind zu Hause, die Türen quietschen wieder. So. 3 und 3. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt gleich hier eine neue Pickaxe habe und wir uns in Richtung Höhle aufmachen... Das sind 6, das sind schon mal 2. Das ist gut. Werde ich mir auf jeden Fall ein Bierchen mitnehmen, beziehungsweise... Kann ich mal gucken, was habe ich denn überhaupt da? Bier. Toll. Kaffee könnte ich kochen. Ich koche mal mit Kaffee. Dann kann ich nämlich auch gleich mal prüfen, ob das Ganze immer noch so funktioniert mit dem Kaffee. Und sollte es nicht funktionieren, habe ich immer noch das Bierchen da. Das funktioniert definitiv. Los. Los. Aber den Kaffee lasse ich mal wieder hier. Die leeren Gläser können auch hier bleiben. So. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich hab's eilig. Oder reichen mir nicht 2 schon? Ne, 3, ne? Ja, 3. Machen wir 3. Und dann gehen wir in die Richtung. Ich habe hier einen kleinen Fleck gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eventuell eine kleine Höhle wäre oder nicht. Aber wir müssten dann sowieso hier runter. Hier haben wir mehr als genug Höhlen. Und da wird es auch Eisen geben. Von daher keine Sorge. Dann drückt mir mal jetzt die Daumen, dass hier was Vernünftiges bei meinem Level bei rumkommt. Bitte, bitte, bitte. Naja, 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 naja. Nehmen wir mit. Wir werden die hier auf jeden Fall dann kaputt hacken. So. Das letzte bisschen Kaffee noch. Ich muss mir ehrlich eingestehen, ich bin ein klein wenig nervös. Eben, weil ich sehe, welchen Tag wir haben. Und ich effektiv noch kein bisschen Sicherung habe, was mir ziemlich sauer aufstößt. Aber es nützt ja nichts. Das Feinjustieren hier ist... Ja, nachladen. Das ist alles noch keine Präzisionsarbeit hier. So, wo ist er? Da. Es war in der Nacht erstaunlich ruhig, muss ich sagen. Und zwar so ruhig, dass ich nicht einen einzigen Zombie gehört habe. Nun könnte man natürlich sagen, hey Mensch, freu dich doch, nach 13 bzw. 14 nichts gespawnt und hast du nicht gesehen.
Für gewöhnlich würde ich mich darüber auch sehr dankbar zeigen. Allerdings habe ich im Livestream ja schon dieses tolle Erlebnis gehabt, dass man so eine Map komplett leergefegt sein kann und da rein gar nichts spawnt. Nie wieder. Und das sind dann so Momente, wo ich mir sage, okay, da kann ich jetzt in diesem Moment nicht froh drüber sein, weil ich nicht weiß, wie sich das anderweitig verhält. Naja. Wer? Wo? Wann? Da. Lebt aber noch einer. Na, mir egal. Ich möchte keine Zeit verschwenden, ich brauche Eisen. Definitiv. Ich möchte keine Zeit verschwenden, ich brauche Eisen. Lootet ein Auto. Intelligent. Ah, die schreien immer so schön. Ey. Ey, von bewegen hat hier keiner was gesagt. So, ich wette, das wird sowieso kein Eingang hier sein. Das würde mich jedenfalls stark wundern. Was ernsthaft? Ein Stein? Würde mich veralbern? Schrei hier nicht rum. Das darfst du nicht. Das darf nur ich. Gut, dann müssen wir doch darunter. Schade. Wollte ich nämlich eigentlich vermeiden. Schweinchen! Schweinchen! Auch wenn ich die Zeit überstinken werde. Ist mir egal. Ja, das passiert ganz gerne mal wieder. Die Buggy-Schweine. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt? Ein Schwein, was offiziell soweit tot ist und lootbar und es hat nichts. Rein gar nichts. Passiert mir in letzter Zeit oft. Viel zu oft. Ich muss auch ehrlich sagen, es nervt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt auf das Fleisch angewiesen bin. Ich habe mehr als genug. Aber, guck mal, da läuft schon das nächste Schwein. Das testen wir gleich nochmal. Das wird auch ein Fail. Das ist jedes Mal, wenn keine Loot-Anzeige ist, ist das Tier, und dabei ist es egal, ob es ein Hase, ein Schwein oder sonst was ist, ist nicht lootbar. Das hat mich jetzt keine Ahnung, wie viel Nerven schon in meinem privaten Spiel gekostet. Finger weg. Das wird wahrscheinlich das einzige Schwein sein, was lootbar ist. Nö. Null Reference. Schön. Das Spiel ist tot, das Spiel ist tot. Wieder mal. Okay, bevor wir hier gleich weitermachen, ich werde den hier einmal eben noch über den Haufen schießen. Vorausgesetzt, ich treffe ihn. Was ich gerade nicht tue. So, und dann werde ich einmal das Spiel neu starten. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich laufe immer noch in die richtige Richtung. Wir werden mal gucken, ob das was gebracht hat. Irgendein Schwein wird uns hier sicherlich noch über den Weg laufen. Ansonsten teste ich es bei einem Hasen. Wobei ich bei Hasen weniger Probleme gehabt habe. Hier auf Zauberwort. Ah, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch ein Schwein finden. Ich hoffe, das hat was gebracht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber in bestimmten Situationen mögen die Schweine einfach nicht mehr gelootet werden. Naja, was soll's.
Wie gesagt, auf der einen Seite, es stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich mehr als genug Schweinefleisch zu Hause habe. Ich kann also grillen, bis die Schwarte brennt. Auf der anderen Seite finde ich es dann doch ein bisschen ärgerlich. Man verschwendet Bolzen an diese Schweine, die ja nun mal essentiell wichtig sind irgendwo. Um dann ein totes Schwein vor einem liegen zu haben, was man nicht looten kann, weil es einfach nicht mag. Na, ich sehe nichts durch die ganzen Grashalme. Das ist ein bisschen zum Anvisieren ist das Ding sowieso schon so schwierig mit dem Weiß auf weißem Grund. Und dennoch nochmal den Grashalm, das ist ziemlich hinderlich. Da, jetzt bin ich beinahe an der Höhle vorbeigelaufen. Und ich habe keinerlei Beleuchtung mit, das heißt, ich steige hier in die Tiefen herab. Oh. Aus dem ich höchstwahrscheinlich gar nicht mehr rauskomme, so wie das aussieht. Was erwartet mich hier jetzt? Ein Schwein. Ernsthaft? Nichts Gutes. Ich versuche mal hier jetzt wieder rauszukommen. Weil diese Höhle nicht so toll ist, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich sehe das schon kommen, dass wir auf der anderen Seite da wohl oder übel jetzt diesen Gang benutzen müssen. In der Zeit kann ich schon mal das Holz umwandeln, sollte ich wirklich mal ein paar Frames brauchen, die ich gleich definitiv brauchen werde. Oh. Oh. Das gefällt mir hier alles nicht so wirklich. Okay, Pause. Wir müssen uns jetzt einen kleinen Gang hier rum basteln. Ich höre da zu viele Schritte oben. Wir müssen nämlich von hier jetzt irgendwie da rüberkommen. Ins Wasser werde ich definitiv nicht springen, da ich weiß, dass es verbuggt ist. Wenn sie von da jetzt irgendwie reinkommen, ist es mir egal. Kommen sie von hier, könnte ich Probleme bekommen. Höre ich sie natürlich nur an der Oberfläche, soll es mir auch egal sein. Schöne Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Nein, nein, nicht ins Wasser. Das sind aber viele, die da oben rumkreuchen. Habe ich da Hunde gehört? Wollt ihr mich verarschen? Eine ernst gemeinte Frage. Wollt ihr mich verarschen? Ah, shit. Ich höre auch verbrannte Zombies. Ich höre so vieles, was mir nicht gefällt. Ich befürchte, ich muss erstmal meine Armbrust reparieren. Ich höre definitiv Knistern von verbrannten. Oh Mann, oh. Ich finde es eigentlich hier ganz schön in der Höhle. Was meint ihr? Das klingt jetzt total nach Weichei. Das ist ja auch so.
Brauche aber definitiv Steine. Weil ich befürchte nämlich, mit den paar Bolzen, die ich hier habe, komme ich nicht weit. Ich weiß auch nicht, wo die gerade hinmarschieren. Bei meinem Glück genau in die Richtung, wie ich es möchte. Beziehungsweise nicht möchte. So. Steine, Federn, go. Da will man nur einmal ein bisschen Eisen sammeln. Ein kleines bisschen Eisen. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, da verschwindet sogar schon mein Hund. Nein, du brauchst nicht gucken. Wie jetzt? Ist das hier Kreisverkehr? Das ist ein gottverdammter Kreisverkehr. Warum bin ich nochmal in diese Höhle gegangen? Ach, das ist doch blöd hier jetzt. Wie komme ich denn aus dem Laden jetzt wieder raus? Also muss ich doch hier wieder auf die andere Seite. Wie viele laufen denn da oben rum? ...125. Mensch, ist ja niedlich. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Aber was wurde mir als Tipp gegeben? Rampen sollen da helfen. Ich hatte es ja unter den Kommentaren bereits geschrieben, also irgendwie muss ich bald mir hier so viele Zusatzteile holen, um eventuelle Bugs abzufedern. Gut, die Hunde gehen von alleine drauf, das ist schön. Moment, wir machen das mal anders. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So. Aha. Nicht schön, aber selten. Kommst du wieder mit? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich möchte ehrlich gesagt nicht da hoch. Möchte ich wirklich nicht. Andererseits muss ich da hoch. Was mich ziemlich ärgert. Vor allem, wir haben schon wieder 14 Uhr. Wo ist denn die Zeit jetzt bitte geblieben? Was habe ich denn hier die ganze Zeit gemacht? Außer dem Freischwimmer. Kann doch nicht wahr sein. Ha! Endlich. Ich sehe die Problematik jetzt gleich eher darin, dass mir Zombies entgegenregnen, während ich versuche, hier aus der Höhle rauszukommen. Das ist also, gelinde gesagt, eine ganz bescheidene Situation gerade für mich. Habe ich jetzt irgendeinen Filmriss? Wo bin ich? Ich konnte doch hier... Was? Wenigstens sterben die Hunde von alleine. Das ist schon mal ein Anfang, aber... Habe ich mich jetzt ernsthaft... Ja, ich habe mich am falschen Ende hochge... Findet ihr jetzt nicht auch so spaßig hier mit mir? Nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Ich habe eine ganze Menge Spaß hier gerade. Warum kann ich hier kein Frame setzen?
Mann, 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 Mann. Dieses Spiel raubt mir heute noch den letzten Nerv. So, jetzt aber richtig. Hier ist noch keiner zu sehen. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite höre ich sie oben und das... Es beunruhigt mich. Es beunruhigt mich massiv. Ich werde diese Folge jetzt auch länger machen, weil das Geschnetzel sollt ihr mitbekommen. Bist du ein Hase? Sind da jetzt noch mehr gespawnt eigentlich? Nö. Hab ich schon erwähnt, dass ich nicht möchte. Ich könnte natürlich auch ein bisschen Lärm machen und warten, bis sie hier runterkrachen. Was früher oder später definitiv der Fall sein wird. Hallo? Was mache ich hier? Ich will das doch überhaupt nicht. Also da oben ist so jetzt so ziemlich alles, was ich verabscheue. Es sind Hunde da, es sind Bienen da. Es ist definitiv keine Motivation. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Mein Hausmeister mäht gerade Rasen. Auf seine Art und Weise. Hauptsache alles platt machen. Ist ja ein Aufsitzmäher, der kann das ab. Nein, 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 nein! Alter, was macht der Kerl da draußen? Was ist denn hier los? Ein Kotzi? Ernsthaft? Shit. Ha! Meiner. Tada! Noch einer? Alter, übertreibt's mal nicht. Meiner. Ach ja, lässt sich sehen. So, ich laufe der Horde jetzt auch hinterher. Die läuft nämlich in eine Richtung, wo sie definitiv nichts zu suchen hat. Nämlich bei mir zu Hause. Sind nämlich alle ganz brav auf den Weg nach Home Sweet Home. Polizist? Bist du ein Polizist? Wenn ja, fand ich das gerade jetzt echt geil. Ich werde noch ein paar Steine auf dem Weg einsammeln. Du bist ein stinknormaler Mopsi, aber dich nehme ich auch nochmal so mit. Ja, blöd gelaufen.
Komm. Hast doch nichts drauf, Mädel. Noch nicht. Noch läufst du auch nicht. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Ja, ich glaube, da muss ich noch ein ganzes Stück. Ich habe ja ernsthaft Bedenken, jetzt wirklich nach Hause zu gehen. Weil da ja sicherungstechnisch noch gar nichts ist. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Mir macht heute so viele Sorgen. Weil wenn ich nicht da bin, habe ich vielleicht Glück, dass diese Horde einfach schnurstracks an dem Haus vorbeiläuft. Wenn ich aber wirklich da bin, habe ich ein Problem. Weil dann ist keinerlei Sicherung da. Jetzt kommt nämlich die nächste Frage. Sind sie zielstrebig hier einfach querfeld eingelaufen? Uah. Tendiere auf ja. Ach, Mano. Jetzt kann es hier gleich ziemlich ungemütlich werden. Aber noch ist es hier. Haben die echt so einen Vorsprung? Oder sind sie vielleicht einfach wieder verschwunden? Zombies verschwinden nicht einfach. Das ist ein Wunschdenken meinerseits. Aber auch ich brauche dieses Wunschdenken mal. Im Grunde genommen habe ich nichts gegen die Horde. Die Horde finde ich eigentlich, oder empfinde ich als relativ angenehm. Was mich daran nur stört, sind die Hunde. Denn die mag ich nicht. Die werde ich auch nie mögen. Ich werde nie ein Freund von diesen Hunden hier in diesem Spiel werden. Ach komm. Was? Wo? Der. Und wenigstens haben sie ein paar Krabbler da gelassen. Ups. Aber ich muss definitiv zurück. Es wird Nacht und bei Nacht draußen, wisst ihr, ist ungesund. Der war doch gut. Schweinchen, komm her. Du bist mein Testobjekt. Ich sagte Testobjekt, nicht Laufobjekt. Ey. Für gewöhnlich verschiebt sich die Hitbox erst, wenn man ein Schwein mal getroffen hat. Und wie immer noch Buggy. Macht Spaß. So, ab nach Hause. Ich muss sagen, nach dem Schwein und diesen Höhlenkoller jetzt habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Ich werde jetzt erstmal gucken, was wieder mit diesen blöden Schweinegedöns los ist. Das nervt mich nämlich. Das nervt mich tierisch.
Das sind nämlich diese Art von Fehlern, wo ich wirklich sage, okay, die kann ich nicht entschuldigen, die gehen mir einfach nur tierisch auf den Keks. Aber es nützt ja nichts. Die sind nun mal da und sie müssen irgendwie bereinigt werden. So. Ja, wird eine lange Folge für euch. Nichtsdestotrotz setze ich hier jetzt einen Cut, beziehungsweise mache hier jetzt Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.